Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Play Ratchet & Clank Rift Apart, Episode 24. Wir haben hier die Untoten endlich beseitigt. Ich hoffe dauerhaft, wer weiß. Halt schon etwas widerlich, diese Gegner. Genau, und wir haben da vorne wieder so eine kleine Anomalie, die wir platt machen dürfen. Und ja, mal gucken, was wir da gleich wieder für Rätsel haben werden. Oh, ganze Geld auch schon mal eingesammelt. Let's go. Keine Sorge, Clank. Du hast das schon gemacht. Und jetzt sprichst du in der zweiten Person. Wie Ratchet, wenn er gestresst ist. Oh je. Oh, egal. Einfach einen Schritt nach dem anderen, wie Gary sagte. Die Anomalie beheben, dann die Dimensionskarte holen. Genau. So. So viel Kraft. Perfekt. So, meins, meins, meins. So, die latschen jetzt irgendwie daran, alles klar. Hat sich da echt einer bis hierher mich aber ganz schön runter. Zonk. Cool. Ja, okay. Ich fürchte, das wird so nicht funktionieren, oder? Okay, ich würde sagen, wir sammeln erstmal alle Teile zusammen. So, da brauche ich wieder so ein Schockdingens. Oh, da oben. Die Anomalie so nervös, weil die Dimensionen kurz davor sind, völlig zu zerbrechen und alles Leben auszulöschen. Ja, das ist ein berechtigter Grund, nervös zu sein. Okay, so, jetzt sollten die eigentlich da hochkrabbeln. Und mir damit diesen Weg hier so eröffnen. Perfekt. Ich weiß, sie sind nicht real, aber ich möchte meinen Möglichkeiten danken, dass sie mich die Dimensionalität gelehrt haben. Vielen Dank. Clanks. Schön. Ja. Wird das jetzt so funktionieren? Ich hoffe es einfach mal. Let's go. Schön. So, kriegen wir gleich noch ein Rätsel? Ja. Das war ja irgendwie klar. Dieses Wissen. Ich glaube, dass ich endlich bald alles verstehe. Und die Lösung zur Rettung der Dimensionen finde. Okay, da brauche ich erstmal Kraft, Geschwindigkeit, irgendwie sowas war das gewesen. Mal schauen. So, da vorne ist erstmal Springen. Springen ist schon mal... Ja, cool. Darf ich bitte selber mich bewegen? Ich muss das nicht die ganze Zeit mir anschauen. Die Dimensionskarte in einer Anomalie zu verstecken ist echt ein Geniestreich. Klasse, Gary. So, dann schmeißen wir die mal da. Obwohl, wird das was bringen? Gucken wir mal. Ha! Doppelt so schnell. Doppelt so schnell? Doppelt so gut? Okay. Doppelt so schnell. Das heißt, mit Geschwindigkeit, da kamen wir ja da irgendwie gegen. Oh ja! Knack, knack, knack. Konzentrierte Schwerkraft in Kugelform. Genial. Ja, das ist auch schon echt gut. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Schwerkraft. Ja, dazu müssen wir das Ding da oben, glaube ich, bewegen. Das heißt, wir müssen das da erstmal einsammeln.
ganz runter damit. Wohl. War das richtig? Ich befürchte, nein. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ich habe hier keinen guten Überblick auf die Dinge, die hier so passieren sollen. So, ich sammle jetzt erstmal das Ding wieder ein. Die Frage ist jetzt... Ja, ich muss ja, glaube ich, jetzt da hoch. Was ist da oben? Brauche ich die Geschwindigkeit? Ne, das war jetzt nicht die Geschwindigkeit, das war Schwerkraft. Dann springen. Könnte das passen? Wenn der Imperator in den Besitz der Dimensionskarte gelangt, kann er überall Terror verbreiten. Er könnte einfach alles erobern. Ja. Das könnte er, das stimmt. So, wir wollen jetzt, dass er da rüberspringt. Mit Speed. Das heißt, wir geben den ein bisschen... Ja. So. Genau. Nee, hä? Was passiert hier jetzt? Also ich habe jetzt noch was mit Schwer. Oh, die kommen da oben lang. Alles klar. Nee, das war falsch. Wir brauchen hier diesen Sprung. Und da oben dann diese Schwerkraft. Okay, dann sollte es aber jetzt gehen. Jetzt haben wir alles eingesetzt, was wir haben. Sieht schon wild aus. Hui! Ja, das sieht sehr gut aus. Perfekt. Oh, was für ein Glück. Sehr schön. Hui, interessante Rätsel auf jeden Fall. So, das hier müsste das letzte sein. Ui. Das könnte es sein. Das letzte Rätsel. Das Wissen regt sich in meinem Hinterkopf. So, Schocking. So energiegeladen. Let's go. So, 1, 2, meins. Zu sich sagen, tief Luft holen. Ich muss daran denken, dass ich bis hierher gekommen bin. Und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass ich den Rest auch schaffe. So, ich muss erstmal hier lang. Und jetzt kann das hier aktiviert werden. Wow! Ich habe viel erreicht, seit ich in diese Dimension gekommen bin. Und ich mache weiter. Diese Anomalie wird mich nicht aufhalten. So, ich brauche Schocking. Ich kann es schaffen. Ich werde es schaffen. So, wie komme ich jetzt da drüben hin? Das ist jetzt doch eine riesengroße Frage, die ich klären muss. Wie kommt man da hoch? Um das Ding noch abzukassieren. So die Frage, brauche ich das jetzt noch? Rein theoretisch? Weiß ich gar nicht. Wir springen da rüber. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Wir müssen... Okay, wie müssen die eigentlich laufen? Uff, okay, das... Hä? Also da oben habe ich jetzt erstmal alles. So, die müssen jetzt hier lang. Ach, hier ist so ein Sprung. Alles klar. So, jetzt fliegen die schön weit.
Ja, okay, dann macht das natürlich Sinn, das jetzt zu aktivieren. Dann kommen die nämlich jetzt runter. Ah, ich Trottel. Das wäre doch gerade meine Chance gewesen, da oben ranzukommen. So, und jetzt hier durch. Wir müssen auf jeden Fall erneut gegen den Imperator kämpfen. Aber dieses Mal wird er uns nicht überraschen. So, Schwerkraft. Genau, Sprung und Strom. Perfekt. Gut, dann haben wir das jetzt endlich gelöst. Hat ein bisschen gedauert. Ich weiß, wie man die Katastrophe stoppt. Und wir kriegen auch bald die Dimensionskarte. Oh, endlich läuft alles gut für uns. Ja, nur nicht zu laut sagen, weil sonst geht das ganz schnell wieder schief. Das ist ja mal so ein Fluch. Yes. Ratchet, ich hab sie. Hurra! Jetzt her damit, sonst schicke ich den Kopf deines Freundes auf Torrent 4. Keine Sorge. Ich veranstalte ein Public Viewing meiner Eroberungen im Sordum-Gefängnis. Komm schon, Kid. Wir müssen... Flieh. Fliehen? Das ist die letzte Chance, ihn zu stoppen. Tut mir leid. Na toll, und tschüss. Hey, Sordum. Ist schon etwas her. Hoffentlich sind hier draußen keine Wachen. Das Verarbeitungszentrum sollte direkt da vorne sein. Bitte, seid noch da, Leute. Das Sordum-Gefängnis? Oh je. Die Entsorgung in Sektor 16 wurde zur Feier von Piet 18s Geburtstag verschoben. Bitte fangt nicht an zu singen, wenn ihr Piet 18 seht. Er hat schon für genug Wirbel gesorgt. Die Windeffekte hier sind schon echt cool. Ja. Nice. Okay. Ja, Rivet hat jetzt die Wahrheit mehr oder weniger gesehen? Irgendwie so, keine Ahnung.
So, wir haben einmal so ein Bot. Der Bot war hier hinten. So, dann haben wir eins, zwei. Sollten drei Goldbots sein. Und noch zwei. So, Rüstungsteile. Egal, wir laufen jetzt einfach erstmal voran. Es kommt langsam alles wieder. Was, alles fertig? Was ist fertig? Ich markiere mir das hier einfach erstmal. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir alles machen können jetzt ohne Clank bzw. Kit. Oh, hi. Okay, auf ins Gefängnis. Oh, hi. Komm mit Miss Turcon ins Geschäft. Ja, mit dem Supernova-Sturm. Da braucht sich ein Sturm zusammen. Aus schier endlose Kugeln mit dieser Minigun steckst du deine Gegner mit einem überwältigenden Kugelhagel ein. Aber pass auf, dass du nicht überhitzt. Okay. Ach, das war das komische Ding. Ja, ich erinnere mich. Dieses Goldstück bettelt um eine Aufrüstung. Ja, verlängert die Zeit, bis die Waffe überhitzt. Ja, das brauche ich definitiv. Erhöhte Feuerrate, weiß ich nicht. Munition. Ja, wir haben gerade sehr viel Möglichkeiten, Dinge zu erweitern. So, der Querschläger ist ja immer noch irgendwie relativ schwach. Und bei jedem Schuss zusätzliche Maler abprallen. Ja, ja. Ich will unbedingt sehen, wo das hinführt. Executor, Schmetterdetonation. Was ist das hier? Achso, sekundärer Schmetter. Okay, alles klar. So. Ja, Leerrückstoß. Das werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen leveln. So, schön, Max. Freigeschaltet, Sweetie. Ja, Reichweite. So, das ist auf Stufe 5. Stufe 5, Kaltfront. Was haben wir hier? Das Zerschmettern eines eingefrorenen Gegners schleudert Eissplitter in alle Richtungen. Das könnte natürlich super nützlich sein. Ansonsten Munitionslimit brauchen wir ja auch. Brauchen mehr Munition. Wir sind ein tolles Team. Mehr Munition. Mehr Munition. Ich finde es interessant, dass das sonst nicht anders machbar ist. Cool. So, was haben wir hier? Bombardierer. Noch mehr Munition. Ja. Her damit. Schussrate. Was haben wir hier hinten noch? Das war Schüsse fliegen weiter. Ja, komm. Ich liebe es, Aufrüstungsketten zu starten. Das ist Stufe 5. Da ist noch was auf Stufe 4. Wird das Munitions... Ja. Tempo erhöhen. Okay. Was haben wir hier? In jedem Todesei steckt ein zusätzlicher Agent. Oh ja. Das nehmen wir doch jetzt gerne. Kochst du mit Gas, Sweetie. Nee, die Hunde waren woanders. Ah, egal. So, Kreisklingen. Genau, das haben wir noch gar nicht. Klingen ein zusätzliches Mal ab. Gönnen wir uns. Na, das wird einen gehörigen Wumms haben. Oh, das sahen schon. Okay, dann machen wir gleich mal Munition noch ein bisschen nach oben. Gönn dir eine Aufrüstung. Du hast sie verdient. Ja, ansonsten. Ein großer Negatorn-Beschleuniger. Ich habe hier unten noch gar nicht groß geschaut. Kann das sein? Querschläger. Kann bei jedem Schuss zusätzlich immer abprallen. Ja, gut, das kennen wir eigentlich schon, aber let's go. Säuresprinkler haben wir schon auf Max. Bohrhund, genau, hier ist es. Direkttreffer verursachen mehr Schaden. Fang die Kette an, Sweetie. Und das hier noch. Sehr oh, bei gut. Den Sternen, das ist was ganz Feines. Okay, ich habe noch drei, aber ich passt schon. Dich vermissen, Sweetie. Cool. Oh. Das Verarbeitungszentrum. Bestimmt halten sie Ratchet und Clank dort fest. Und.
Ja, die Waffe ist jetzt nicht so geil. Jetzt muss ich irgendwie zum Verarbeitungszentrum. Na egal. So, dann aktivieren wir mal das Ding hier jetzt mal. Eieieiei. Und es hebt ab. Cool. So, mal gucken, was können wir... Was war das denn gerade? Davon habe ich immer geträumt. Von dem Imperator Klauen zu schütteln. Davon auch. Okay. Ja, da drüben. Hat der jetzt wirklich nichts mitbekommen? Nee, das war irgendwie seltsam. Nein. Wow, wow, wow. Okay. So, Goldbolt, meins. Wie das glänzt. Sehr schön. Ah, sehr gut. Nur noch zwei. Sehr, 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 sehr gut. Da hinten geht es auch noch weiter. Ah, okay. Das hatte ich natürlich nicht im Blick gehabt. Das nächste ist das oder das? Mal gucken. Dann wollen wir erstmal hier wieder durch. Und aktivieren das hier. Na? Okay. Oh. Cool. So. Na, mal schauen. Sehr gut. Die Spalten werden echt schlimmer hier draußen. Ja. Wer weiß, was da alles noch durchkommt. Richtung autorisiert. Unbekannt. Untersuche. Aufsichtsprotokoll aktiv. Weiter mit Arbeitsanweisung. Wieso bin ich dafür zuständig, die Satellitenplattformen zu kontrollieren? Meldung. Sicherheitstor. Das ist neu. Ich muss improvisieren. Seit wann ist das Verarbeitungszentrum verschlossen? Tja, au! Na komm. Sehr schön. Puh, das war knapp. Denk nach, Rivet. Es muss noch einen Eingang geben. Gut. Und dann geht's ab ins Gefängnis. Gefängnisplanet Sodom. Ja. Da werden auch unsere Erinnerungen wieder wach. Da waren wir auch schon mal in unserem System und da war das auch nicht so heftig. Blubber, solltest du nicht auf Adolis sein? Eigentlich ja. Also, ja. Okay. Der Ventilator ist nicht so stabil. Genau. Wollen ganz einfach aufknacken. Kommt, Leute. Bitte, seid noch hier. Natürlich komme ich da nicht durch. Na komm. Her damit. Okay, so, da gibt es nochmal Raritanium. Okay. Okay, her damit. Sehr schön, es fehlt nur noch einer. Ein Spionbot. So. Sodom-Gefängnis. Ständig stürmischen Viseron befindet sich das gefürchtetste Gefängnis der Galaxie, Sodom.
Vor dem Aufstieg vom Imperator Nefarius sperrte man dort Mörder, Despoten und Monster ein. Nun ist es bis zum Rand gefüllt mit mutmaßlichen Mitgliedern des Widerstandes, tatsächlichen Mitgliedern des Widerstandes und jedem, der den Imperator irgendwann mal schief angeschaut hat. Die Überbelegung ist ein ernsthaftes Problem, aber die Aufseherin bedient sich einer neuen Strategie der Häftlingsreformierung mit einem Spießrutenlauf aus stampfenden Kolben. Das klingt nicht gut. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt auch erstmal geklärt. Zufällige Inspektion von Zell. Das ist Clank, aber kein Ratchet. Ja, Ratchet ist wahrscheinlich irgendwo anders. Aber ich kann mir jetzt erstmal noch mehr Raritanium. Tja. Wow. Okay. Bin ich jetzt gerade aufwärts gerutscht? Auch nicht schlecht. War das jetzt doch richtig? Ich habe keine Ahnung. Wo lang ist jetzt richtig? So. Da geht nichts weiter. Hier geht nichts weiter. Ah, hier geht's abwärts. Wo seid ihr, Leute? Oh, hallo. Definitiv nicht, Clank. Das ist reinste Folter. Hey, wir haben beschlossen, dich nicht mehr umzubringen. Lässt du uns raus? Sie denkt darüber nach. Ja, tue ich. Vielleicht. Hast du jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Nein? Keiner sagt irgendwas. So Piraten? Wehe, du willst dann meine Beute. Ganz sicher nicht. Ja. Der Lombax-Gefangene und der Kampfbot haben Priorität. Schick den kleinen Roboter zur Verbrennung. Rivet, sie wollen deinen Roboterfreund verbrennen. Rivet? Ich rette dich, Bolt. Keine Munition mehr? Das ist natürlich unpraktisch. So, gibt's hier noch irgendwie Gesprächspunkte? Nein. Okay, Zeit zu befreien. Sehr gut. Deine Freunde sind dort entlang. Falls du Hilfe brauchst, kümmere dich um sie. Und danke. Wir machen hier weiter. Du hast mich erschreckt. Zum Ausruhen fehlt uns aber leider die Zeit. Okay, wir machen wieder zusammen. Danke. Sie haben Ratchet und Kid durch diese Tür gebracht. Irgendwas mit Hochsicherheitstrakt. Wir holen sie doch ein. Und, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso. Zumindest kann man jetzt sagen, Gefängniseinbruch war erfolgreich. Wow. Na gut. Das heißt, es wird gleich zu einem großen Kampf kommen. Oh, guck mal, Ratchet und Kid. Aber ich fürchte, hier kommt erstmal ein größerer Kampf noch auf mich zu. Und das würde ich ganz gerne erst im nächsten Part machen. Puh, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.